Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 23. Januar. Heute haben wir dabei Google Maps, Gmail, Hangouts, Netflix und Twitter. Ja, ersten drei Themen sind alle Google, also beginnen wir gleich mal. Denn Google Maps bekommt jetzt Abfahrt- und Ankunftszeiten für Autofahrten. Und das in der App. Oder beziehungsweise in den Apps für die verschiedenen Smartphone-Betriebssysteme logischerweise. Also man kann angeben, wann man irgendwo sein möchte und dann kalkuliert Google anhand des zu erwartenden Verkehrsaufkommens und dem ganzen Drum und Dran, wann man dann endlich losfahren müsste. Oder man sagt halt, man fährt erst in 3 Stunden los und auch dann werden die ganz anderen Faktoren mit reinkalkuliert, die für die Uhrzeit relevant sind, damit man weiß, wann man dann ankommt. Finde ich eine gute und schöne Sache, die ich bestimmt nutzen werde. Also, ja, Daumen hoch, Google. Und wenn wir schon dabei sind, nochmal einen Daumen hoch, Google, und zwar für Gmail. Denn Gmail bekommt endlich den Durchstreichen-Button. Tja, ich weiß, man kann sich kaum vor Aufregung halten. In der Formatierungsleiste besteht jetzt die Möglichkeit, Text durchzustreichen. Das kann man benutzen für was auch immer ihr wollt. Ja. So richtig weiß ich es nicht, wofür man es mal braucht. Ist ganz selten, um mal irgendwie formell irgendwie was deutlich zu machen oder, weiß ich nicht, Sarkasmus oder keine Ahnung. Aber anscheinend ist es ein Riesenthema, denn Leute wollten das Ding haben. Tja, zusätzlich gibt es auch noch Vor- und Zurück-Buttons, also Undo, Redo, wie wir es auch schon aus Word rauskennen. Von daher, ja, schön zu haben, wenn man es braucht. Und das dritte Google-Thema heute geht um Google Hangouts. Das ist ja das ehemalige Videochat-Produkt, was Google hatte, was dann eingestellt worden ist und nur noch in der G Suite für bezahlende Kunden vorhanden war. Hatte lange Zeit auch ein riesen Following, aber irgendwie macht Google so ein riesiges Hin und Her mit ihrer Messenger-Strategie. Die haben ja auch Allo gekillt, haben Duo aber behalten. Hangouts war erst weg, dann für Business Customers immer noch verfügbar und jetzt werden diese halt auch im Oktober abgestellt. Also nicht die Business Customers, sondern das Hangout für die Business Customers in der G Suite. Oder was sage ich halt, Business Customers, hallo, wenn man G Suite halt einfach hat und bezahlt, muss man ja nicht unbedingt Business machen, kann ja jeder für sich selber entscheiden. Ja, und danach soll es halt Chat und Meet geben und Hangout-Features sollen auch in Chat integriert werden. Also ein großes Hin und Her, ihr merkt schon, ich rede auch hin und her bei der ganzen Kiste. Ja, also ab Oktober Hangouts ist dann Vergangenheit, das ist unterm Strich, worum es geht. Nächstes Thema, Netflix. Die haben jetzt die Möglichkeit unter iOS, dass man seinen Netflix-Tipp, den man da gerade guckt, auch teilen kann. Und zwar in seiner Instagram-Story. Schöne Funktion, wie ich finde. Die hat unter anderem auch Spotify schon länger, seit Instagram das ermöglicht hat. Viele kennen das gar nicht, habe ich gemerkt. Aber ab und zu kann man auch mal einen Musiktipp von Spotify direkt in die Story teilen. Und dort ist die dann genau wie jetzt, wenn man einen Netflix-Tipp in die Stories teilt, für 24 Stunden, wie jede andere Stories-Geschichte oder wie jedes andere Stories-Video, besser gesagt, verfügbar. So kann man vielleicht ein paar Tipps geben und nervt die Leute nicht. Und wenn man das sonst in seine normale Timeline haut bei Instagram, Facebook und Co. Bislang konnte man nämlich nur teilen, wenn man halt das Teilmenü für iOS benutzt hat. Und jetzt kommt wirklich integriert in die Oberfläche die Möglichkeit, nicht nur in der Instagram-Story, wie ich es jetzt gerade hier berichte, sondern auch in Messages, also Nachrichten, WhatsApp, Messenger, Twitter und auf Line zu teilen. Und man kann sich auch den Link kopieren, wenn man möchte. Mir geht es jetzt drum, Instagram-Story, neue Funktionalität, mal gucken. Es kann natürlich auch ganz schön nerven, wenn jeder meint, er muss seinen ganzen Netflix-Konsum dort teilen. Warten wir es mal ab, wie sich das entwickelt und ob das genutzt wird. Letztes Thema für heute ist ein Thema, was sehr genutzt wird, und zwar der Dark-Modus. Immer mehr Apps und auch Betriebssysteme wie macOS haben den Dark-Modus an Bord, der ja dafür sorgt, dass man augenfreundlicher arbeiten kann, wo ich mich frage, warum haben wir das schon nicht schon viel länger? Und auch dafür sorgt, dass ein bisschen mehr Akkuleistung gespart wird, denn etwas schwarz zu machen ist nicht so schwierig, wie etwas weiß zu machen anscheinend.
Ja, und nachdem ja alle möglichen Apps nachgezogen haben und Dark-Modus haben, da ist einem Nutzer aufgefallen, dass Twitter seinen Dark-Modus, den die Night-Modus nennen, dass der ja gar nicht richtig dark bzw. schwarz ist, sondern so bläulich und schon irgendwie komisch aussieht mit den ganzen anderen Apps. Der hat das dann getweetet und der CEO von Twitter, Jack Dorsey, hat darauf reagiert und hat gesagt, jupp, stimmt, das werden wir fixen. Ja, und deswegen warten wir mal ab, ob das jetzt wirklich so passiert und dann wird Twitter vielleicht auch komplett schwarz. Tja, das war's dann auch schon für heute, Mitte der Woche. Also habt einen guten Start in den Mittwoch, bleibt positiv und wir hören uns dann morgen hoffentlich wieder. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.